Alles gut. So, alles gut. Voll Randale, aber alles gut. Hello. Hello. Wir haben heute wieder einen kleinen Food-Haul für euch. Und heute sind wir mal alle dabei. Bernd mit Fletschauge. Okay, wir fangen direkt an. Wir haben ein Sixpack Ginger Ale. Wo warst du? Und ein Sixpack Malzbier. Du warst im Edeka und Aldi, ne? Ja. Der Alpro Pfirsichjoghurt. Genau, den essen wir gerne mit verschiedenen Früchten. Tomaten. Ein Sixpack Tomaten. Pfirsiche vergessen. Ach ja, ist nicht schlimm, die kannst du ja mit. Ist aber groß, die Tomaten. Die sind groß. Strauchtomaten. Hm. Da im Karton sind noch mehr Sachen. Aha, okay. Kürbiskerne, naturbelassen. Dann haben wir einmal Steinofenbrötchen. Einmal Paprika in Dreierpack. Oh ja, hier noch so Pizza türkischer. Was ist das? Lies mal, was das ist. Das hast du dir gewünscht. Wraps. Was hast du dir gewünscht? Habe ich mir nicht gewünscht. Ich habe gesagt, wir könnten Wraps machen. Pass auf. Ja, dass du die Eier so nicht hier jetzt alle rausfallen. Einmal Eier. Natürlich, weil die Mama so gerne mag. Ganz viele Bananen. Ich hab den besten Nein schon mal. Nein. Vier Stauden Banane. Acht Stauden Bananen. Nee, sechs. Sechs Stauden Bananen. Was auch immer, whatever Bananenstauden. Dann haben wir zweimal vegetarischen Aufschnitt und viermal Frischkäse. Genau, das war's. Nein, da ist noch eine Sache drin. Eine Sache gibt's noch. Pfefferminztee. So, und das war's aber, ne? Und wir haben diese Woche halt nicht so viel eingekauft, weil wir die letzten beiden Foodhauls richtig viel eingekauft haben. Das habe ich euch auch abgefilmt. Achso, wir haben noch was. Guck mal. Eine Gurke. Bitte, ich meine mit der Calvino mich gehauen hat. Wir haben diese Woche hauptsächlich Reste. Wir essen Lasagne habe ich gemacht aus Resten. Dann haben wir Voodoo-Eintopf gemacht. Das habt ihr alles in den Vlogs gesehen aus Resten. Beides essen wir jeweils zwei Tage. Und wir essen gerne Karton. Wir essen gerne Karton. Und einmal geht der Bernd noch die Woche einkaufen, noch Spargel kaufen, weil wir an einem Tag Spargel essen wollen. Nee, der soll ja dann möglichst frisch sein, ne? Ja. Genau. Jo, das war ein Mini-Food-Haul. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Oh, tschüss. Ich wollte nur noch anhängen, dass wir auch sechsmal Tiefkühlfrüchte geholt haben. Welche Sorten hast du geholt? Mhm. Ach, ist Gott. Also Ananas 2, dann Rotfrüchte 2 und Erdbeer 2, richtig? Mhm. Genau, damit machen wir nämlich immer unseren Shake morgens, einen Smoothie. Mango? Nee, Mango, Ananas. Nein, Mango habe ich zwei geholt. Ja. Erdbeeren und zweimal die Dunkelfrüchte. Okay, genau. Also wir machen jeden Morgen 2 Liter Frühstücks-Smoothie. Das Rezept ist immer unten in der Infobox, falls ihr da Interesse habt. Und die sind schon im Eisfach gewesen, deswegen hatte ich die total verpeilt, euch zu zeigen. Genau, okay, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Die habe ich auch noch vergessen euch zu zeigen. Die benutzen wir entweder auf Brot mit Marmelade oder halt auch für Soßen, nämlich manchmal Erdnusscreme.